Noch ist es nicht so weit, aber es wird. Das neue Hans-Sachs-Haus nimmt langsam Konturen an. Man kann zum Beispiel schon fast erahnen, dass hier in absehbarer Zeit der Rat der Stadt tagen wird. Zurzeit wird im ganzen Haus geschraubt, montiert, verkabelt. Der Innenausbau läuft auf vollen Touren. Strippen ziehen, das hatte sich 2006 auch das Bürgerforum auf die Fahnen geschrieben. Die ehrenamtliche Initiative war maßgeblich daran beteiligt, dass das Haus nicht komplett abgerissen wurde. Jetzt sind sie gespannt, was aus ihrem Hans-Sachs-Haus werden wird. Noch immer treffen sie sich regelmäßig. Und auch wenn nicht all ihre Wünsche umgesetzt werden konnten, die Vorfreude aufs neue Haus können sie nicht verhehlen. Ich freue mich sehr aufs neue Hans-Sachs-Haus, weil ich finde, dass sich die Mühe gelohnt hat, dieses wunderbare Haus zu erhalten. Und ich bin sehr froh, dass wir damit Erfolg gehabt haben, diese lange Auseinandersetzung zu führen. Und ich denke, es ist für Gelsenkirchen ein Kleinod. Und wir möchten, dass das Haus nicht nur die Türen öffnet, sondern auch quasi das Herz öffnet den Leuten gegenüber und dass sie dann alle Facetten des Hauses in Besitz nehmen können. Das wünschen sich natürlich alle Beteiligten. Trotzdem wird Projektleiter Thilo Steinmann drei Kreuze machen, wenn das Haus im Sommer endlich eröffnet wird. Denn es ist kein Geheimnis, dass nicht immer alles glatt gelaufen ist. Wir hatten wieder Insolvenzen, wir hatten wieder Kündigungen, die wir aussprechen mussten, weil die Firmen nicht geleistet haben. Jeder Handschlag, der nicht gemacht wird, führt halt dazu, dass andere nicht arbeiten können. Die Witterung nehme ich jetzt nicht nochmal, aber sie ist halt auch irgendwie ein Faktor, der eben immer wieder dazu führt, dass eine Punktlandung, wie gesagt, bei so einem Objekt schwer möglich ist. Trotz aller Schwierigkeiten, von Stuttgart 21 oder der Elbphilharmonie, ist das neue Hans-Sachs-Haus immer noch meilenweit entfernt. Ein im wahrsten Sinne des Wortes öffentliches Haus soll es werden. Im neuen Hans-Sachs-Haus wird es ein Bürger- und Informationszentrum, ein Café und eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte geben. Im Atrium wird ein Mobile mit Gesichtern Gelsenkirchens hängen, denn genau genommen ist das Hans-Sachs-Haus das Haus der Menschen dieser Stadt. Und 20 Bürgerinnen und Bürger stellten hierfür ihr Gesicht zur Verfügung. Öffentlich gecastet und von Fotokünstler Pedro Malinowski professionell abgelichtet. Nicht um einen Schönheitswettbewerb ging es, sondern um ein repräsentatives Abbild der Gelsenkirchener Bevölkerung. Und die Amateurmodelle gaben wirklich alle ihr Bestes. Die spannendste Frage für viele Fans des alten Hans-Sachs-Hauses ist, wird es wieder einen Veranstaltungssaal geben? Die Antwort lautet ja, aber der neue Saal wird deutlich kleiner als der alte. Durch verschiebbare Wandelemente wird die Ausstellungshalle im Erdgeschoss zum multifunktionalen Saal. Es wird ein Veranstaltungsmanagement geben, die Veranstaltung oder das Veranstaltung hier durchführen wird. Ob das kleinere Konzerte sind oder Kabarett, je nachdem. Ein helles, transparentes Gebäude wird es, wo doch damals im alten Hans-Sachs-Haus Tageslicht eher Mangelware war. Modern wird nicht nur der Arbeitsplatz des Oberbürgermeisters, sondern auch das Klimakonzept. Die STEAG liefert bereits seit 1967 Fernwärme aus der Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWK. Darüber hinaus wird das neue Hans-Sachs-Haus künftig auch mit Erdwärme klimatisiert. Wir werden einen Schritt der Innovation nach vorne mitgehen und werden neben unserem Produkt der hocheffizienten KWK-Wärme anbieten einen Mix mit geothermischer Nutzung von Erdwärme. Möglich ist das umweltfreundliche Konzept, weil es sich hinter der alten Fassade eben um ein völlig neues Gebäude handelt. Auch wenn es ein wenig gedauert hat, allmählich siegt die Vorfreude auf das neue Hans-Sachs-Haus. Das wird
ein großes, schönes, positives Bild für die Stadt abgeben.